Randy Ritter saß in seinem Zimmer im ersten Stock des Schlosses, in dem er mit seinen Eltern wohnte, und las in einem Buch. Er war mit seinen Gedanken ganz bei den darin geschilderten Detektivgeschichten, als ihn das Schrillen des Telefons hochschreckte. Und damit begann eine Geschichte, die sehr viel gefährlicher und spannender war als alles, was er bisher gelesen hatte. Ja? Randy Ritter? Hör gut zu, Ritter. Wir wollen das Schwert und wir kriegen es auch. Wie bitte? Wer ist denn da? Und was für ein Schwert meinen Sie? Wir übernehmen es am Flughafen. Dein Freund soll es auf die Bank gleich neben der Zollkontrolle legen. Verstanden? Ich habe überhaupt nichts verstanden. Wovon reden Sie eigentlich? Und welchen Freund meinen Sie? Und welches Schwert? Du weißt schon, welches Schwert. Keine Dummheiten. Vor allem keine Polizei. Ihr würdet es teuer bezahlen. Michaela als Erste. Noch hat sie ein hübsches Gesicht. Ich betone, noch. Was? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Behalte es für dich. Zu niemandem auch nur ein Wort. Nicht zu deiner Mutter und vor allem nicht zu Alfred. Kapiert? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wer war denn das, Randy? Hat Papa angerufen? Nein, ich weiß nicht, wer das war, Mutter. Sehr eigenartig. Vielleicht wollte er gar nicht mich sprechen, sondern Papa. Der ist in Amerika. Und er hat einen eigenartigen Job. So ungewöhnlich und eigenartig, dass ich nicht mal weiß, was für ein... Aber Randy, er ist Wissenschaftler, weiter nichts. Er ist noch ein bisschen mehr als ein Wissenschaftler. Und ich finde, mit 16 Jahren bin ich alt genug, um zu erfahren, was für einen Job mein Vater hat. Ach, Junge, du liest zu viel Detektivgeschichten. Die Fantasie geht mit dir durch. Sei jetzt lieb und geh ins Bett. Du hast morgen einen langen Tag vor dir. Ja, ja, schon gut, Mutter. Gute Nacht. Es ist nur... Weißt du, wir leben nur schon einige Zeit in diesem Schloss... Und ich kenne noch nicht einmal alle Räume. Das Turnzimmer darf ich zum Beispiel nicht betreten. Aber Randy, das kommt auch noch. Vater will nur nicht bei seiner wissenschaftlichen Arbeit gestört werden. Ja, ja, Vaters Turnzimmer. Und Alfreds Kellerräume? Was ist damit? Die werden gehütet wie ein Geheimnis. Pausenlos bastelt Alfred da unten rum. In der Geschichte, die ich gerade lese, sind solche verbotenen Räume... Ach, Randy, nun fang nicht an zu spinnen. Männer sind halt so. Sie lieben Geheimnisse. Gute Nacht. Schlaf schön und mach dir keine Gedanken. Gute Nacht. Das war leicht gesagt, mach dir keine Gedanken. Randy musste an den geheimnisvollen Anrufer denken. Wahrscheinlich hatte er doch ihn gemeint und nicht seinen Vater. Denn er erwartete einen Gast aus Japan, seinen Brieffreund Toshi Kiara. Doch von einem Schwert wusste er nichts. Toshi Kiara hatte nie etwas von einer solchen Waffe geschrieben. Während er noch darüber grübelte, vernahm er ein Kratzen am Fenster. Versuchte jemand, das Fenster zu öffnen und hereinzukommen? Randy war nicht der Typ, der ängstlich abwartete. Er sprang aus dem Bett. Ich sehe nach. Ich muss wissen, wer da ist. Oh, Randy, hallo. Alfred, ich dachte schon, hier will jemand einbrechen. Ja, es tut mir leid, ich habe eine Leitung repariert. Dazu musste ich die Leiter ans Haus stellen. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ach so, eine Reparatur am Haus. Aber so spät noch? Komm, leg dich wieder hin. Morgen geht's rund. Morgen kommt Toshi Kiara. Oder ist etwas nicht in Ordnung? Doch, doch, alles okay. Ich denke nur über Toshi Kiara nach. Wie der wohl ist. Hoffentlich verstehen wir uns. Ach, das wird schon klappen. Gute Nacht, Randy. Hauptsache, er spricht gut genug Deutsch. Ja. Am nächsten Morgen fuhr Randy Ritter zusammen mit Michaela Schröder zum Flughafen, um den Brieffreund von der Maschine aus Tokio abzuholen. Randy war schon seit langem mit Ela, wie er sie nannte, befreundet.
Diesen Namen mochte sie gerne. Aber sie konnte es ganz und gar nicht leiden, wenn er Möpschen zu ihr sagte. Das tat er hin und wieder, um sie zu necken. Sie stritten gern miteinander. Und je mehr sie sich stritten, desto mehr mochten sie sich. Nimm deine nackten Finger von meiner angezogenen Schulter, Randolph. Wenn du noch einmal Randolph zu mir sagst, werde ich... Was willst du? Anfangen, deine Sommersprossen zu zählen. Ach nee. Ach doch. Wetten, dass es mehr sind als 234? So weit bist du also schon gekommen. Ganz recht, Möpschen. Letzte Warnung. Noch einmal Möpschen und ich zeige dir, was ich im Judo-Training gelernt habe. In den letzten Tagen waren es vor allem die schmerzhaften Tricks. Für dich schmerzhaft. Dann lassen wir es lieber. Reden wir von unserem Freund, Toshikiara. Toshli, und den Namen soll ich mir merken? Musst du wohl. Pass auf, die Passagiere aus Tokio kommen schon raus. Und wer von ihnen ist dieser Toshi? Mit der Maschine sind jede Menge Japaner gekommen und in der Halle sind noch mehr, die sie abholen wollen. Oh je, wie sollen wir den denn bloß rausfinden? Wir werden ihn schon erkennen. Ich habe ja sein Bild. Hier. Ob die Warnung, von der du mir erzählt hast, wirklich mit deinem Taschenkura zusammenhängt? Ach, Toshikiara. So schwer ist der Name doch wirklich nicht. Na eben. Vielleicht hat er ein Schwert im Gepäck. Blödsinn. Er schleppt doch kein Schwert mit sich rum. Das ist doch kein Westentaschensamurai oder sowas ähnliches. Na, so blödsinnig finde ich das gar nicht. Na, ich denke, der Anrufer hatte so einen ausländischen Akzent. Na, dann könnte es doch auch ein Japaner gewesen sein. Warum nicht? Ich habe keine Ahnung. Japaner oder sonst was. Jedenfalls wusste er sehr gut über uns Bescheid. Über dich und sogar über Alfred. Über mich? Na, entweder kennt er uns schon lange, dann hat er seine Stimme verstellt, um uns zu täuschen. Oder er hat sich genau über uns informiert. Er ist... Ah, ich sehe ihn, dein Teller, Kara. Da kommt er. Spricht er Deutsch? Klar. Hat er doch in der Schule gelernt. Er hat mir geschrieben, dass er den besten Deutschlehrer Japans hat. Aha. Hallo, Toshikiara. Hallo. Schön, dass du da bist. Und dass wir uns endlich mal sehen. Das ist meine Freundin. Ich bin Michaela Schröder. Kannst mich auch Ela nennen. Oder Möpschen. Ei, Mann, hör doch mal. Aua. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr so fröhlich seid. Ich habe in der Schule gelernt, alle Deutschen sind immer fröhlich. Was? Na, hat man dir was Falsches beigebracht? Wenn du dich hier am Flughafen mal umsiehst, scheint die Anzahl der Muffelköpfe zu überwiegen. Aber lassen wir das. Ich finde es stark, dass du hier bist. Willkommen bei uns. Hast du einen guten Flug gehabt, Tiyashiko? Ach, ihr könnt mich für blöd halten, aber ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Du kannst mich auch Turbo nennen. Turbo? Okay, schon besser. Das hört sich nach Auto an. Zu Hause nennen mich meine Freunde so. Turbo. Also das behalte ich. Macht's dir nichts aus, dass ich mir deinen richtigen Namen nicht merken kann? Es verringert nicht meine Ehre und beleidigt auch nicht meine Familie. Dann werden wir dich Turbo nennen. Ich liebe Technik. Ich liebe Autos. Ich mag Turbo. Du bist eine starke Else. Was? Bin ich eine Else? Ja, ein starker Typ. Habe ich was Falsches gesagt? Mein Lehrer hat mir beigebracht, dass... Los auf, Turbo. Das passt nicht. Das war echt voll daneben. Dein Deutschlehrer scheint doch nicht spitze zu sein. Aber das macht nichts. Elas Ehre ist nicht verringert und unsere Familien sind nicht beleidigt. Darauf gebe ich einen aus. Spezi und Pommes. Oh ja, lecker. Hast du überhaupt Hunger? Oder gab es im Flugzeug so viel zu essen, dass du satt bist? Im Flugzeug habe ich aus Höflichkeit gegessen, nicht aus Appetit. Was ist Spezi? Und was ist Pommes? Das zeigen wir dir gleich. Gib mir deinen Koffer. Hey, der ist aber schwer. Was hast denn alles drin? Nur das Nötigste. Aber du hast den mit dem Schwert erwischt. Den mit dem Schwert? Hast du wirklich Schwert gesagt? Oh mein Gott, das glaube ich nicht. Warum siehst du mich so an? Das Schwert tut dir nichts. Da bin ich nicht so sicher. Sag mal, kennst du die beiden Japaner, die dort drüben am Zeitungskiosk stehen? Achtung, nicht so auffällig hingucken. Nein, ich habe ich nie gesehen. Wirklich nicht? Nein, warum fragst du? Weil mir aufgefallen ist, dass die beiden uns nicht aus den Augen lassen. Und die sind ein paar Schritte näher gekommen, seit du hier bist. Ich bin niemand. Ganz unbedeutend. Wieso bist du ohne Ruhe? Tobi ist unruhig, weil ihn jemand angerufen und gewarnt hat. Wir dachten, es ist ein Spinner, der sich aufspielen will. Aber das glaube ich jetzt nicht mehr. Nein, ich auch nicht. Und ich weiß, dass du ein Schwert dabei hast, ist mir ganz anders geworden. Aber jetzt kommt. Alfred wartet am Wagen. Jemand hat bei dir angerufen? Dich gewarnt? Warum? Keine Ahnung. Es geht um ein Schwert. Möglicherweise um das Schwert, das du in diesem Koffer hast. Irgendjemand ist scharf drauf. Na, diese Knechte haben gedroht, etwas mit mir anzustellen, wenn wir ihnen das Schwert nicht geben. Ist es denn so wertvoll? Wir müssen in Ruhe darüber reden. Kommt jetzt. Alfred wartet. Wer ist Alfred? Unser Butler. Er war mal ein toller Stuntman. Er fährt uns.
Das heißt, er ist eigentlich viel mehr als ein Butler. Mehr ein Freund. Alfred wartete am Ausgang der Flughafenhalle. Er nahm die Koffer und sie gingen zum Parkplatz. Toshikiara wirkte noch fremd und Ela und Randy wussten, dass es noch lange dauern konnte, bis sie richtige Freunde sein würden. So, die Herrschaften, da vorne rechts. Was ist mit dem Auto? Warum steht es schief? Ist das bei Mercedes immer so? Eigentlich nicht. Alfred, wieso hängt die Karre rechts durch? Da stimmt doch was nicht. Hier, seht mal, die Reifen. Ach, verflixt. Das darf doch nicht wahr sein. Na, da hat jemand die Luft rausgelassen. Quatsch, die Reifen sind durchgestochen. Hier, guck. Verdammt nochmal, ich habe den Wagen keine 2 Minuten aus den Augen gelassen und jetzt... Ach, so ein Ärger. Aber was soll denn sowas? Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht, Ela. Da kam sich wohl jemand besonders witzig vor. Das sind die denn verrückt? Die beiden Japaner. Hey, was soll das? Der Koffer. Auf! Nein, nicht den Koffer! Nein, Alfred, lass ihn nicht los! Oh nein! Sie haben mir den Koffer aus der Hand gerissen! Das ist schwer! Nein, das haben Sie nicht. Sie haben den falschen Koffer. Koffer, Schwert, falscher Koffer? Also, was geschieht hier eigentlich? Was ist los? Na Mensch, Ela, du hast ja echt was gelernt im Judo-Unterricht. Das haut mich um. Du hast es den beiden voll gezeigt. Überraschend, Ela. Eine echte Superschnecke. Gute Judo-Tricks. Du hast sie mit Händen und Füßen gehauen. Oh, sie haben vor allem mich gehauen. Oh, mir tut alles weh. Aber du hast so gut wie gar nichts getan, Turbo. Kannst du das nicht mit Händen und Füßen boxen? Ich habe es versucht, aber... Ela, lass ihn doch. Er muss doch diese fernöstlichen Kampfarten nicht drauf haben. Bloß weil er aus Japan kommt. Ja, stimmt. Du hast ja auch Goethe nicht drauf, obwohl du aus Deutschland kommst. Und Schiller schon gar nicht. Also nur hört mal auf mit dem Gerede. Was ist eigentlich los? Was hast du in dem Koffer, Toshikiara? Ein paar geschmuggelte Goldwaren? Kein Gold, nur Ehre. Ich dachte, es ist vorbei. Ach, was soll vorbei sein? Die Jagd nach dem Schwert. Hey, was redest du da? Die Jagd nach dem Schwert? Kannst du dich nicht ein bisschen deutlicher ausdrücken? Lass mal ein paar Infos raus. Meine Familie hat mir eine große Ehre erwiesen. Sie hat mir das Schwert anvertraut, das Erbe meiner Ahnen. Meine Familie hat seit Jahrhunderten die Ehre, es zu besitzen. Es ist sehr wertvoll. Aha. Aber es gibt jemanden, der es dir wegnehmen will. Das war in Japan so. Ich dachte nicht, dass es hier in Deutschland auch so ist. Aber ich gebe es nicht her. Ich werde meine Familie nicht enttäuschen. Niemals. Also darüber unterhalten wir uns. Aber nicht jetzt. Erst müssen die Reifen gewechselt werden und dann verschwinden wir hier. So schnell wie möglich. Also ran, hilft mir. Randys Mutter hatte gekocht und gebacken und im Barockzimmer des Schlosses den Tisch gedeckt. Der Gast aus dem fernen Osten bewunderte die kostbare Einrichtung dieses Raumes, der an glanzvolle Zeiten erinnerte. Auch Ela genoss die Gastfreundschaft der Ritters. Sie aß viel lieber im Schloss als nebenan bei ihren Eltern zu Hause. Einen Moment noch, Kinder, ich komme gleich. Was gibt es denn zu essen? Fragen wir doch erst einmal. Was isst du am liebsten, Turbo? Algen, Reis und unbehandelten Tintenfisch. Was? Oh. Unbehandelten Tintenfisch? Ja. Du meinst, er muss roh sein? Und Algen? Ich glaube, damit können wir nicht dienen. Meine Mutter hat Sauerbraten mit Klößen gemacht. Davon hat mein Lehrer erzählt. Er sagt, auch das ist Nahrung. Kann man das wirklich essen? Lass das bloß nicht meine Mutter hören. So, aufgepasst, es ist heiß. Greift nur zu. Ehrlich, Turbo, nirgendwo schmeckt es so gut wie bei der Frau Ritter. Was ich hier zunehme. Mädchen und Jungen in eurem Alter müssen kräftig essen. Toshikiara, hoffentlich schmeckt dir mein Sauerbraten. Ich denke sehr. Der ist echt lecker. Dann esst nur tüchtig. Nach dem Essen könnt ihr euch ein bisschen bewegen und an den Rhein hinuntergehen. Das ist eine astreine Idee. Den Fluss wollte ich Turbo sowieso zeigen. Der Rhein ist auch in Japan bekannt. In der Schule habe ich ein Lied gelernt. Das von der Tussi mit dem blonden Haar. Von der Tussi? Du hast wirklich einen tollen Lehrer. Moderner Typ, eh? Du meinst die Lorelei, nicht? Also die Tussi werden wir nicht sehen. Die sitzt weiter rein aufwärts. Aber interessant ist es trotzdem.
Kinder, lass das Essen nicht kalt werden. Vielleicht möchtest du nachher deine Eltern in Tokio anrufen. Sie müssen doch wissen, dass du gut angekommen bist. Meine Eltern sind nicht da. Es ist überhaupt niemand da bei uns. Ich weiß nicht, wo meine Familie ist. Nach dem Essen musste Michaela nach Hause. Sie verabschiedete sich und die beiden Jungen gingen zum Fluss hinunter. Turbo blickte ab und zu zum Haus der Ritters zurück. Er staunte. So habe ich mir euer Schloss nicht geträumt, Randy. Obwohl du mir davon geschrieben hast. So hast du es dir nicht vorgestellt? Tja, vielleicht hätte ich dir ein Foto schicken sollen. Es ist herrlich alt. Und der Turm? Was ist dem Turm? Das ist so ein Ding. Der Turm gehört uns eigentlich nicht. Er ist vermietet. An die Firma, für die mein Vater arbeitet. Uns ist es verboten, ihn zu betreten. Verboten? Weshalb? Großes Geheimnis? Ich sehe deine Augen aufleuchten. Vergiss es. Ich bin auch neugierig darauf, was da im Turm ist. Aber wir dürfen ihn nicht betreten. Im Turm arbeitet mein Vater, wenn er zu Hause ist. Manchmal führt er Besucher hinein. Uns aber nicht. Der Rhein. Wie viele Schiffe hier fahren. Ja, hier ist immer was los. Gibt eine Menge zu sehen. Wir können auch mal mit dem Rheindampfer fahren, Turbo. Du solltest mir etwas mehr über das Schwert sagen. Wer hat es dir gegeben? Mein Vater. Er ist, meine Familie musste weg. Wir haben Streit mit der Familie der Yamutos. Sie wollen das Schwert. Sie haben keine Ehre. Meine Familie musste tauchen. Ihr Leben war gefährdet. Deine Familie musste untertauchen? Sie mussten sich in Sicherheit bringen? Wieso hast du das Schwert? Das ist Tradition in Japan. Mein Vater gibt das Schwert dem ältesten Sohn. Ich habe die Ehre, der Älteste zu sein. Und nun will man dir das Schwert wegnehmen. Gehören diese beiden Männer vom Flughafen zu den Yamutos? Woher haben sie gewusst, dass du kommst? Hast du sie schon mal gesehen? Nein. Sie haben kein Gesicht für mich. Man hat sie gekauft. Sie sind nicht vom Clan der Yamutos. Der Clan. Hat er ein Anrecht auf das Schwert? Einer meiner Vorfahren, ein Samurai, hat es vor Jahrhunderten als Zeichen der Ehre erhalten. Yamuto hat kein Recht darauf. Es ist unser Schwert. Man wird unser Schwert bleiben. Turbo, die beiden Männer dort auf dem Boot. Scheint so, dass sie uns beobachten, oder? Nicht nur das. Pass auf, sie schießen. Runter! Ein Pfeil. Verdammt, sie machen ernst. Beinahe hätten sie uns begegnet. Begegnet? Wieso begegnet? Du meinst, sie hätten uns getroffen. Hey, bei dir muss man ja um die Ecke denken. Ja, da hat wirklich nicht viel gefehlt. Es ist ein Ninja-Pfeil. Ninja? Das sind doch diese Kämpfer, die alles in Grund und Boden hauen. So kann man es auch sagen. Aber eigentlich gibt es keine Ninja mehr in Japan. Der Pfeil ist ziemlich schwer. Ja. Sieh mal, diese Kerle haben etwas um die Spitze gewickelt. Ja. Ein Stückchen Papier. Eine Botschaft. Auf Japanisch. Lies vor. Was wollen die von uns? Das ist die letzte Warnung. Genau um Mitternacht wirst du das Schwert an diese Stelle legen. Sonst holen wir es uns. Aber dann... Aber dann? Was dann? Mir schreiben sie nicht. Sie drohen uns. Richtig? Ja, natürlich. Du wirst es mir nur nicht sagen. Du willst mich schonen. Ist es so schlimm? Wollen sie uns umbringen? Nein. So weit gehen sie nicht. Verzeih mir, Randy. Ich hätte euch nicht in eine solche Gefahr bringen dürfen. Was ist nun passiert? Und wir müssen irgendwie damit fertig werden. Aber ich habe eine Frage, Turbo. Ich hoffe, damit beleidige ich dich nicht. Kann ich das Schwert sehen? Natürlich. Warum nicht? Lass uns zurückgehen. Ich zeig's dir gern. Sie gingen zum Schloss zurück. Turbo schwieg. Tief in Gedanken versunken, schritt er neben Randy her. Er schien in einer anderen Welt zu weilen. Erst im Schloss kehrte er daraus zurück. In seinem Zimmer nahm er einen flachen Holzkasten aus seinem Koffer
und reichte ihn Randy hin. Seine Haltung drückte Stolz und Würde aus. Öffne den Kasten. Ja. Mann, das sieht ja richtig kostbar aus. Das ist es auch. Sehr kostbar. Meine Güte, da fehlen einem ja die Worte. So was Ähnliches hat mein Vater auch. An der Wand hängen. Er hat eine ganze Waffensammlung. Das sieht ja irre scharf aus. Nimm es in die Hand. Es wird dir gefallen. Mann, es ist ziemlich schmal. Der Griff ist ebenso breit wie die Klinge. Wie das in der Hand liegt, wow! Sei vorsichtig, es ist gefährlich. Auf beiden Seiten scharf. Gib's mir. Okay, hier hast du's. Ja, was hältst du davon? Mann, wie du damit umgehen kannst. Meine Eltern wollten die Yamutus täuschen. Deshalb haben sie mir das Schwert gegeben. Aber die sind mir gefolgt. Gemeine Diebe, sie haben keine Ehre. Was geschieht, wenn sie es uns wegnehmen? Ich gebe es nicht her, niemals. Und wenn sie es doch irgendwie an sich bringen? Dann habe ich meine Ehre verloren. Dann hast du deine Ehre verloren? Die Ehre, und dann? Turbo, was bedeutet das? Dann wird das Schwert seine letzte Aufgabe erfüllen. Du Shikiara, so etwas darfst du nicht einmal denken. Man kann nicht leben ohne Ehre. Meine Familie würde mich verachten und ausstoßen. Das wäre ebenso wie Tod. Aber ich werde das Schwert nicht verlieren. Toshikiara wird nicht zum Verräter. Ich werde dir helfen. Wir werden kämpfen. Wir lassen uns was einfallen. Ja, sicher. Bitte geh jetzt. Ich möchte allein sein. Randy respektierte den Wunsch seines japanischen Freundes. Er ging hinaus. Bevor er die Tür hinter sich schloss, blickte er jedoch noch einmal zurück. Toshikiara hockte auf dem Boden, stützte die Hände auf die Oberschenkel und senkte demütig den Kopf. Er schien mit seinen Gedanken weit weg im fernen Asien zu sein und mit seinen Eltern Zwiesprache zu halten. Leise schloss Randy die Tür. Er ging hinaus in den Park. Unter den Weiden kam ihm Ela mit ihrer Dackelhündin Biene entgegen. Gut, dass du kommst. Ich mach mit dir reden. Na, Biene, du kleines Biest. Ist was mit Turbo? Ja, ich mach mir Sorgen. Du bist gut. Du machst dir Sorgen. Bist du dir eigentlich im Klaren darüber, was du dir da aufgehalst hast? Diese Leute, die Turbo das Schwert wegnehmen wollen, meines ernst. Ja, sehr ernst. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Ich bin voller blauer Flecken. Das tut mir leid. Ich finde das Ganze unmöglich. Turbo hätte das Schwert nicht mitbringen dürfen. Er hatte keine andere Wahl. Er musste tun, was seine Familie ihm befohlen hat. Das ist in Japan ein bisschen anders als bei uns. Und was geschieht, wenn diese Yamutus ihm das Schwert abnehmen? Es gibt doch wohl Wichtigeres als ein Schwert. Dann passiert etwas Schreckliches. Wie meinst du denn das? Hast du schon mal etwas von Harakiri gehört? Harakiri? Oh Gott, ist das nicht eine Art Selbstmord? Genau. Und du willst damit doch nicht sagen, Turbo könnte so etwas tun? Er hat so etwas angedeutet. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Randy, so etwas Furchtbares darf nicht geschehen. Nein, das darf nicht geschehen. Und deshalb müssen wir mit allen Mitteln verhindern, dass die Yamutus uns das Schwert abnehmen. Na, wieso gehen wir nicht zur Polizei? Und warum bitten wir deinen Vater nicht um Hilfe? Oder Alfred? Alfred wird Anzeige erstatten wegen des Überfalls am Flughafen. Mhm. Aber mehr können wir vorläufig nicht machen. Mein Vater ist nicht da und Alfred wird uns ganz bestimmt helfen. Ja, da bin ich sicher. Vorläufig aber hat er noch zu tun. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es lässt ihm kaum Zeit für andere Dinge. Turbo kam aus dem Schloss und sie überlegten zusammen, wie sie das Schwert retten konnten, kamen jedoch zu keinem Ergebnis. Nach dem Abendessen ging Ela nach Hause und auch Frau Ritter verabschiedete sich. Sie war mit einer Freundin verabredet. Alfred fuhr sie hin. So blieben die beiden Jungen allein. Sie stiegen die Treppe hinauf und plötzlich blieb Turbo stehen. Er nahm eines der Schwerter von der Wand, die dort neben Ritterrüstungen, Jagdtrophäen und anderen mittelalterlichen Waffen hingen. Randy, was sagst du dazu?
Es sieht beinahe aus wie deins. Wir werden es gegen mein Schwert austauschen. Damit täuschen wir Yamutos Handlanger. Okay. Aber dann, wie soll es weitergehen? Dann haben wir Zeit gewonnen. Und die brauchen wir. Zum Nachdenken. Das Schwert kann nicht länger im Schloss bleiben. Wir müssen es irgendwo unterbringen, wo es absolut sicher ist. Du hast recht. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist wichtig. Morgen ist Alfred wieder da. Mit ihm können wir alles Weitere besprechen. Und dann kann er die Polizei einschalten. Wir bringen erstmal dieses Schwert an den Fluss zur Übergabe und dann sehen wir weiter. Eine ausgezeichnete Idee, Togo. So machen wir es. Sie tauschten die beiden Schwerter aus und schlichen sich zum Rhein hinunter. Es war dunkel und zudem zog dichter Nebel vom Wasser herauf. Das Licht ihrer Taschenlampen reichte nur ein paar Schritte weit. So hatten sie einige Mühe, die Stelle zu finden, an der sie das Schwert ablegen sollten. Hier ist es. Diese Stelle meinten die Erpresser. Genau Mitternacht. Geistersturm. Und die Yamutos sind noch nicht da. Aber sie kommen. Da. Licht. Von Taschenlampen. Ja, jetzt wird's ernst. Sie dürfen den Kasten nicht gleich öffnen. Sonst merken sie unseren Betrug. Ich glaube nicht, dass sie es so schnell mitkriegen. Es ist dunkel. Die Schwerter ähneln sich sehr. Wenn sie uns draufkommen, laufen wir weg. Hast du verstanden, Turbo? Keine Heldentaten. Gleich abhauen. Ja. Ah, da seid ihr ja. Kluge Kerlchen. Ist das Schwert in dem Edwin? Ja, es ist drin. Mann, was wollen sie mit dem Revolver? Sind sie verrückt geworden? Wir haben das Schwert gebracht, wie gewünscht. Hast du geglaubt, das ist ein Kinderspiel? Öffne den Kasten. Los doch. Worauf achtest du? Nehmen Sie das Schwert mit und verschwinden Sie. Wir haben unseren Teil getan. Du öffnest sofort. Oder ich schieße dir in die Beine. Also. Okay, okay. Machen Sie keinen Zoff. Wenn Sie wollen, bitte sehr. Sehen Sie, hier ist das Gewünschte. Bravo. Ich wusste doch, dass ihr vernünftig seid. Moment mal. Was ist denn noch? Das ist nicht das Schwert, das wir haben wollen. Das ist ein deutsches Schwert. Verdammt! Ihr wollt uns betrügen. Quai, schieß! Wie verdammt! Das gibt mucho Carajo. Sie schießen! Lauf, lauf! Sie begegnen uns nicht. Es ist zu dunkel. Verdammt, du hast Nerven. Weiter, sonst treffen sie uns doch noch. Zum Entschluss. Lass uns folgen? Hoffentlich nicht. Ja. Randy und sein Freund Toshikiara flüchteten ins Schloss. Sie schlugen die Türen hinter sich zu und verriegelten sie. Dann blieben sie still stehen und lauschten. Würden die Gangster ihnen folgen? Ich glaube, unser Plan war nicht oberpfaffengeil. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber es heißt nicht oberpfaffengeil, sondern oberaffengeil. Du bringst alles durcheinander. Ja. Allmählich habe ich den Eindruck, dass es dein Nira in Japan auch ist. Durcheinander? Oh nein. Er ist der beste Deutschlehrer in ganz Japan. Ja, ja. Er kennt viel mehr Wörter als alle anderen Lehrer. Zum Beispiel oberpfaffengeil. Scheint mir ein ganz besonderer Mufti zu sein. Sie haben auf uns geschossen. Sie haben wirklich geschossen. Ich dachte nicht, dass sie so weit gehen würden. Sie hätten uns umbringen können. Was machen wir, wenn sie hierher kommen? Keine Ahnung. Wir müssen alles verriegeln und vergammeln. Oh Mann, das heißt verriegeln und verrammeln. Das ist ein kleiner Unterschied, verstehst du? Vergammelt sind alte... Gib mir jetzt keinen Unterricht. Schieb mal die Gardinen zur Seite. Was zu sehen? Nein. Es ist alles still. Habt ihr Schusswaffen im Haus? Immer easy going, Turbo. Cool bleiben. Ich werde mich doch nicht auf eine Schießerei einlassen. Du, jetzt kommt jemand. Das ist Alfred. Er ist aus der Stadt zurück. Gott sei Dank. Jetzt sind wir nicht mehr allein. Er wird uns helfen. Hallo, Jungs. Nu,
Was sitzt ihr denn hier im Dunkeln? Wieso seid ihr überhaupt noch auf? Alfred, endlich. Es wird aber auch Zeit. Naja, ich glaube, ihr habt mir allerhand zu erzählen. Randy und Toshikiara fiel ein Stein vom Herzen. Sie berichteten Alfred, was geschehen war. Er holte ein Gewehr aus dem Schrank und ging hinaus. Doch schon bald kam er wieder und schickte die beiden erschöpften Jungen ins Bett. Von den Yamato-Gangstern hatte er keine Spur mehr gefunden. Als Randy und sein japanischer Freund am nächsten Morgen zum Frühstück in den Salon kamen, zog Frau Ritter ihren Mantel an und nahm ihre Reisetasche auf. Überrascht blickte Randy seine Mutter an. Willst du weg, Mutter? Ja, ich muss für heute und morgen nach Frankfurt. Ich treffe mich dort mit Vati. Er wird in 3 Stunden landen. Kommt er nicht nach Hause? Noch nicht, später. Vielleicht in einer Woche. Ich hoffe doch, ihr kommt allein zurecht. Klar, das schaffen wir schon. Außerdem ist der Alfred da. Er fährt mich nur eben zum Bahnhof. Und Ela kann euch ja auch ein bisschen zur Seite stehen. Okay, dann bestell Vati einen schönen Gruß. Er soll sich hier mal wieder sehen lassen. Von mir auch, Frau Ritter. Herzliche Grüße. Danke, richtig aus. So, ihr zwei. Übermorgen bin ich zurück. Ich wäre euch dankbar, wenn ich dann kein totales Chaos vorfinde. Puh, jetzt ist mir wohler. Wir sind in den nächsten Tagen allein. Und meine Mutter ist in Sicherheit. Und Alfred? Er ist ein toller Typ. Der hilft uns. Er meint auch, dass deine beiden Landsleute nicht aufgeben. Früher oder später kommen die hierher und machen Randale. Hoffentlich tauchen sie nicht gerade auf, wenn wir beide allein sind. Deine Yamato-Leute nehmen uns auseinander. Mir wird ganz schlecht, wenn ich nur dran denke. Verflucht. Sind sie das schon? Hoffentlich nicht. Komm, wir sehen nicht den Spion. Kannst du etwas sehen? Ja, es ist Ela. Gott sei Dank. Mit Biene. Puh, und ich dachte schon. Willst du sie nicht lieber wegschicken? Wegschicken? Auf keinen Fall. Das würde sie uns echt übel nehmen. Nein, sie muss wissen, was passiert ist. Außerdem kämpft sie besser als wir beide zusammen, wenn es hart auf hart geht. Die beiden Jungen berichteten Michaela, was in der Nacht geschehen war. Ela sah sie erschrocken an, sagte jedoch nichts dazu. Sie wusste, dass sie kaum anders hatten handeln können. Bald kam Alfred aus der Stadt zurück und Turbo zeigte ihm das echte Schwert. Er nahm es in die Hand und ließ es geschickt kreisen. Es war unübersehbar, dass er sich mit einer solchen Waffe auskannte. Das ist ein Samurai-Schwert. Ja, ist ja gut, Biene. Reg dich nicht auf. Alfred probiert nur mal, wie das Schwert in der Hand liegt. Na, jetzt auf und hör auf zu bellen. Ja, so ist gut. Das ist das Beste, das ich je in den Händen gehabt habe. In unserer Familie hat es viele Samurais gegeben. Sie haben das Schwert von Generation zu Generation weitervererbt. Warum will Yamato ausgerechnet dieses Schwert haben? Es gibt doch genug andere. Dies ist ein besonderes Stück. Man sagt, dass es seinem Besitzer immer Glück, Gesundheit und Wohlstand bringt. Yamato? Hat dieser Knabe etwas mit dem Yamato-Konzern zu tun? Ja, das hat er. Oje. Dann haben wir uns mit Leuten angelegt, die über fast unbegrenzte Machtmittel verfügen. Es ist nur der alte Yamato, der das Schwert haben will. Er ist längst aus dem Konzern ausgeschieden. Er ist alt und krank. Vielleicht hofft er, mit dem Schwert sein Leben verlängern zu können. Und was können wir dagegen tun? Tja, wir müssen uns was einfallen lassen. Hast du eine Idee? Naja, ich glaube schon. Na, Alfred hat so seine Tricks. Randy hat mir gesagt, du hast beim Film gearbeitet. Als Stuntman und Fachmann für Special Effects. Exakt, das ist richtig. Du hast also für Mucho Carajo gesorgt, wenn irgendwas in die Luft fliegt? Ja, so ist es. Das war ein toller Job. Ich habe dabei viel gelernt. Naja, aber jetzt ist es vorbei. Ich habe einen anderen Job. Aber hier gibt es unweigerlich Mucho Carajo. Und das sehr bald. Hast du nicht ein paar Tricks drauf, mit denen wir die Yamato-Leute in die Flucht schlagen können? In die Flucht? Es wird schwer genug sein, sie uns vom Hals zu halten. Eigentlich haben wir nur eine Chance. Welche?
Sag schon. Ein Kampf mit ihnen ist unausweichlich. Ja, das glaube ich auch. Na, ihr müsst unbedingt Anzeige bei der Polizei erstatten. Immerhin haben sie auf euch geschossen. Das werden wir auch tun, Ela. Ich werde mit Kommissar Hartmann reden. Allerdings glaube ich nicht, dass er uns helfen kann. Es sei denn, er findet diese Leute und verhaftet sie. Wieso? Warum kann er nicht helfen? Weil wir nicht wissen, wann und wo sie zuschlagen. Vielleicht kommen sie schon heute. Vielleicht aber auch morgen oder erst in 4 Wochen. Das kann niemand sagen. Das macht die Sache ja so gefährlich. Und wir sind leider nicht so wichtig, dass er uns Polizisten als Schutz zur Seite stellt. Exakt, Randy. Genau das ist das Problem. Welche Chance haben wir? Du hast gesagt, wir hätten eine. Tja, wenn wir den Zeitpunkt der Auseinandersetzung schon nicht bestimmen können, müssen wir wenigstens versuchen, sie an den Ort zu verlegen, an dem wir die besten Voraussetzungen haben. Was meinst du damit? Wenn es zum Kampf kommt, dann muss er hier bei uns stattfinden. Ja, wieso sind die Voraussetzungen hier so gut? Hast du ein paar Tricks auf Lager? Ja, genau. Das Schwert ist hier. Sie müssen zu uns kommen. Darüber muss ich noch nachdenken. Lasst mich mal in den Keller gehen. Am meisten fällt mir bei der Arbeit ein. Nachdem Alfred in seinem Keller verschwunden war, lauerten Randy, Turbo und Ella an den Fenstern der Halle. Doch die Yamato-Leute ließen sich nicht blicken. Es schien, als hätten sie ihren Plan aufgegeben. Na, wie lange wollt ihr eigentlich noch warten? Wer weiß, ob die da überhaupt draußen sind. Und ob da jemand ist. Da drüben bei den Büschen, seht ihr? Na, tatsächlich. Es wird Zeit, dass wir die Polizei anrufen. Aber wir haben schon viel zu lange damit gewartet. Du hast recht. Lass dich mit Kommissar Hartmann verbinden. Und ruf Alfred an den Apparat. Genau das habe ich vor. Was ist los? Kein Freizeichen, nichts. Na, lass mal sehen. Hier. Na, das Telefon ist tot. Na, dann geht es los. Sie greifen an. Was ist passiert? Sie haben das Telefon getötet. So was Ähnliches. Das hätten wir uns denken können. Sie haben die Telefonleitung gekappt. Aber Randy, das geht doch nur unmittelbar im Haus. Wieso? Verstehe ich nicht. Was meinst du damit, Ela? Ganz einfach. Die Telefonleitung kommt da drüben bei dem Fenster aus der Mauer und führt in einem dünnen Rohr nach unten in den Boden. Sie geht dann unterirdisch bis drüben zur Straße weiter. Da ist ein Schaltkasten, der nicht so ohne weiteres geöffnet werden kann. Aber hier im Haus braucht du nur das Kabel durchzutrennen und alles ist paletti. Das will ich wissen. Ich sehe mal nach. Randolph, du willst doch nicht nach draußen gehen? Keine Angst, Möpschen. Ich öffne nur kurz das Fenster. Wenn du noch einmal Möpschen zu mir sagst. Vorsicht! Die sind ja wahnsinnig, die schießen. Ist dir was passiert? Nein, nein, alles in Ordnung. Jedenfalls habe ich gesehen, dass sie das Telefonkabel tatsächlich durchgeschnitten haben. Oh, unmittelbar am Fenster und wir haben es nicht gemerkt. Was machen wir, wenn sie ins Haus eindringen? Wir müssen Alfred Bescheid sagen. Den Mann da drüben kenne ich. Oh, seht ihr ihn? Er lehnt sich gegen einen Baum. Den Glatzkopf? Ja, wer ist das? Der Leibwächter von Yamato. Ich kenne ihn aus der Zeitung. Er soll ganz besonders gefährlich sein. Da ist noch einer. Es sind also wenigstens 3. Wie sollen wir das bloß schaffen? Auf keinen Fall dadurch, dass wir schon vorher aufgeben. Alfred! Wir haben dich gar nicht gehört. Ihr seid mir vielleicht Aufpasser. Wenn ich mich euch unbemerkt nähern kann, dann können diese Kerle da draußen es auch. So, geht jetzt nach oben, ihr Trio. Sie haben auf Randy geschossen. Halb so schlimm. Na, deshalb bin ich ja hochgekommen. Ich habe es gehört. Los, geht jetzt nach oben in Randys Zimmer. Wir wollen kein unnötiges Risiko eingehen. Gut, aber wir kommen wieder runter, wenn das passiert. Wir lassen dich nicht allein. Wenn's brenzlig wird, rufe ich euch. Die 3 gingen nach oben und warteten. Die Stunden vergingen, ohne dass etwas geschah. Allmählich wurde es dunkel. Und dann plötzlich. Unten ging eine Tür. Sie kommen. Einer ist schon im Haus. Wir müssen nach unten. Wir können Alfred nicht allein lassen. Dann los, gehen wir. Hallo, es ist soweit. Alfred. Ich brauche eure Hilfe, Randy und Turbo. Aber seid vorsichtig. Falls sie schießen, müssen wir uns zurückziehen. Gegen Kugeln kann ich auch nichts machen. Und ich? Welche Aufgabe hast du für mich? Du bleibst vorläufig hier oben. Pass auf, dass der Hund nicht bellt. Du greifst nur ein, wenn es gar nicht anders geht.
Als letzte Überraschung sozusagen. Ja, ist gut. Still, Biene. Ganz still. Du bist später dran. So, los jetzt. Aber bleibt auf halber Treppe stehen. Sobald wir dort sind, rumpelt es in der Küche. Bekommt keinen Schreck. Dafür bin ich verantwortlich. Es ist ein Ablenkungsmanöver. Ich löse es per Funkbefehl aus. Alles klar? Alles klar. Keine Angst. Es wird schon werden. Aber leise. Ganz leise. Da unten, der Leibwächter. Er hat ein Messer. Ja, bleibt hier. Ich gehe weiter. Achtung, gleich rumpelt's. Ah! Ah! Sieh dir das an. Der ist lang hingeschlagen. Ja, Mutos Leibwächter kommt nicht mehr hoch vom Boden. Schmierseife. Ihr Schufte, das hilft euch gar nichts. Er kommt hoch. Er will durch die Tür abhauen. Was ist das? Ich weiß nicht. Ein Monster. Nein, eine Puppe. Sie hält den Kerl fest. Wahnsinn. Einer von Alfreds Tricks. Bravo, pack ihn. Meine Hand. Was ist mit meiner Hand? Die klebt am Türknopf fest, mein Freund. Da bleibst du jetzt brav hängen. Allein kommst du nicht mehr frei. Toll. Alfred hat den Türgriff mit einem Spezialkleber präpariert. Jetzt klebt ja Mutos Leibwächter fest. Alfred, hinter dir. Zur Seite. Alfred hat geschossen. Und getroffen. Mit einem Pfeil mit Gummisaugnapf an der Spitze. Siehst du? Der Pfeil sitzt mitten auf der Stirn des Japaners. Bleib stehen, Freundchen. Du siehst, dass ich treffe. Das nächste Mal schieße ich nicht mit einem Kinderpfeil. Vorsicht. Er hat ein Dolch. Lass mich! Ist ja irre. Ein Netz von der Decke gefallen. Hilf mir! Schnell! Wir ziehen ihn mit dem Netz zur Decke hoch. Dann ist er auch ausgeschaltet. Los! Zieh am Flaschenzug, Turbo! Zieh! Das werdet ihr bereuen. Lasst mich los! Ihr schafft ihr nicht! Lasst das! Wir haben einen dicken Fisch gefangen. Hörst du, wie er nach Luft schnappt? Lass ihn schnappen. Er hängt sicher unter der Decke. Aus eigener Kraft kommt er nicht mehr aus dem Netz raus. Randy! Alfred, Hilfe! Das ist Ela. Verdammt, der dritte Kerl ist bei ihr. Schnell, wir müssen ihr helfen. Ela, wir kommen! Michaela! Stehen bleiben. Sofort. Ich habe mit ihm gekämpft. Nur er ist besser als ich. Er hat das Schwert. Mein Schwert. Ja, ich habe es. Und wenn ihr auch nun einen Schritt näher kommt, dann benutze ich es. Und es wird Ela treffen. Überlegt euch gut, was ihr tut. Hör auf damit! Du könntest das Mädchen verletzen! Zu die Seite! Hau ab, du Gürtel! Ich gehe jetzt zur Tür. Und keiner von euch wird mich aufhalten. Los, mach Platz! Hey, sieh mal! Voila! Kinder, Augen zu! Meine Augen! Meine Augen! Ich bin blind! Hilfe! Hilfe! So! Das wär's. Alfred, ich kann nicht sehen. Meine Augen, sie brennen. Meine auch. Ich bin blind. Ach, Alfred, was war das? Beruhigt euch. Das waren nur zwei Blendgranaten. Eure Augen erholen sich schnell wieder. Damit habe ich diesen Burschen geblendet. So konnte er sich nicht wehren, seht ihr? Ich habe ihm das Schwert abgenommen und ihm sogar Handschellen angelegt. Blendgranaten. Eine tolle Idee. Wahnsinn, ich habe die Augen fest zugemacht, als es passierte. Ja, gut reagiert, Ela. Und jetzt rufen wir die Polizei. Geht nicht, diese Verbrecher haben das Telefonkabel durchgeschnitten. Oh, das ist nicht weiter schlimm. Sowas kann man reparieren. Na nun, freut euch doch endlich. Es ist vorbei. Ja, vorbei. Das war wirklich mucho carajo. Ja, das kann man wohl sagen. Wir haben es überstanden. Die 300 haben wir jetzt Ruhe. Den Rest überlassen wir der Polizei.
Die Polizei erschien sehr schnell, verhaftete die drei Männer und hörte sich an, was Turbo über Yamato zu erzählen hatte. Alfred, Randy, Turbo und Ella machten sich daran, die Spuren der Kämpfe zu beseitigen. Passt auf, dass ihr auf der Treppe nicht ausrutscht. Ja, jetzt könnte ich etwas essen. Was? Ist dir der Appetit nicht vergangen? Ganz im Gegenteil. Bei so viel Karacho komme ich erst richtig auf Touren. Außerdem ist es lange her, dass ich was gegessen habe. Na, es ist noch etwas roher Fisch da. Nur wenn du willst. Nein, nein, danke. Keine Delikatessen. Ich möchte etwas Kräftiges. Mein Lehrer hat gesagt, ein deutsches Nationalgericht. Ein toller Deutschlehrer? Na, wenn der das sagt. Na, Nationalgericht? Da bin ich aber gespannt. Und was ist es? Erbsensuppe vermutlich. Na, Eisbein mit Sauerkraut ist wahrscheinlicher. Vielleicht Grünkohl mit Speck? Na, Turbo, willst du es uns nicht sagen? Hey, was willst du denn mit deinem Schwert? Es abgeben. Was? Wir haben unser Leben riskiert, um es zu retten, und nun willst du es nicht? Doch, ich will es jemand zur Verwahrung geben. Es gibt nur einen unter uns, bei dem es sicher ist. Ihm möchte ich es geben. Alfred, bitte. Was? Mir? Nur aufbewahren. Oder willst du es nicht? Tja, ach, das ist eine große Ehre für mich, dass du mir deine Familientrophäe anvertraust. Wenn ich es behalte, gibt es wieder Mucho Carajo. Und das will ich nicht. Mucho Carajo gibt es vor allem, wenn du mir nicht bald sagst, was für dich das deutsche Nationalgericht ist. Du weißt es wirklich nicht? Seltsam. Mein Lehrer hat gesagt, das weiß jeder Deutsche. Na, vielleicht ist dein Lehrer klüger als wir. Na, nun sag schon. Das Nationalgericht der Deutschen ist Currywurst mit Pommes. Und das möchte ich jetzt. Ich glaube, meine Oma geht mit Elvis. Ausgerechnet Currywurst mit Pommes. Na, dein Lehrer ist wirklich klasse. Ja, er ist klasse. Der beste Deutschlehrer in Japan. Er sagen, Deutsch hat sich drei Artikel. Das, die, der Teufel hole. Jetzt hat er wirklich eine tolle Truppe. Eine richtige Clique. Fehlt nur noch ein Name für euch. Mein Name ist Turbo Toshikiara. Ja, nein, das meine ich nicht, Turbo. Ein Name für euch alle drei. Tja, lass mich mal nachdenken. Ich glaube, ich habe einen, der auf euch passt. Na, dann heraus damit, Alfred. Wie wär's mit Schlosstrio? Ein Schlosstrio? Ja. Ja, das ist toll. Schlosstrio. So nennen wir uns. Ja? Passt. Okay, ab jetzt wieder Schlosstrio.